Liebe Dolomitenstadtleser, ab jetzt wird es auf unserer Website ein neues Format geben. Es nennt sich Heimweh. Linda Steiner ist das Gesicht dahinter. Ich besuche sie jetzt in Dölsach in ihrem Elternhaus zum Videointerview. Ja, also mein Name ist Linda Steiner. Ich bin 21 Jahre alt und ich bin da in Dölsach aufgewachsen. Und ich studiere seit jetzt bald 3 Jahren in Wien. Ja, also jetzt seit 2 Jahren habe ich Grafikdesign studiert auf der Grafischen und bin damit fertig. Ja, also in der Schule haben wir ein Pflichtpraktikum absolvieren müssen von eigentlich 2 Monaten. Und ich habe mich dann, weil ich im Sommer gern daheim bin, habe ich mir daheim umgeschaut, was es da halt so für Angebot gibt und bin auf der Dolomitenstadt gekommen, weil mir das Magazin ziemlich gut gefällt und habe mich dann dort beworben und das hat eigentlich gleich funktioniert. Ja, also ich habe jetzt bei der Dolomitenstadt ein eigenes Projekt gestartet, weil der Gerhard Pirkner gefragt hat, ob ich mir selber vielleicht auch was überlege. Und mein Gedanke war, weil das hört man immer und immer und immer wieder, vor allem von ein bisschen älteren Leuten, ja, alle jungen Leute gehen weg aus Lienz und keiner kommt mehr hinter und was soll man denn machen und keine jungen Leute mehr da und so weiter und so fort. Das ärgert mich immer wahnsinnig, weil ich ziemlich viele Studenten und Lehrlinge kenne, die was jetzt auswärtig studieren. Und die was aber schon sagen, sie würden gern wieder hinterkommen in ihre Heimat. Und genau um das geht's mir. Dass ich halt so kurze Profile von Leuten erstelle, sie fragt, was sie so machen und sie dann, also das Grundkonzept ist aber, um sie zu fragen, ob sie wieder hinterkommen wollen nach Osttirol. Ja, das ist eine berechtigte Frage, aber ich zeichne wahnsinnig gern, habe das schon immer gemacht und ich habe mich ja ganz lang eben mit Porträts beschäftigt, das war schon immer mein Lieblingsthema, Leid und Gesichter und Realismus auch und das wollte ich halt da irgendwie einbringen. Ich finde aber trotzdem, dass es auch was Persönlicheres hat irgendwie, wenn man Leid porträtiert in Form einer Zeichnung wie in Form eines Fotos. Also ich zeichne D-Porträts jetzt mit Blatt, Papier und Stift. weil, wie gesagt, es ist einfach persönlicher. Also ich habe früher eine Zeit lang mit einem Grafiktablett im Photoshop gemalt und gezeichnet. Aber das ist halt, also ich bin allgemein so ein bisschen anti-digital, würde ich jetzt mal sagen. Also ich lege viel, also ich mag analoges Zeug lieber und das finde ich hat einen größeren Wert, weil es ist halt doch, da hat man was in der Hand und wenn das nur am Laptop oder am Computer ist, dann ist es halt einfach nur eine Datei. Also die, was ich bis jetzt angefertigt habe, die liegen noch im Büro bei Dolomitenstadt und dort werden sie wahrscheinlich auch bleiben, weil der Gerhard Birkner hat auch so ein bisschen was geplant damit, nämlich dass er das jetzt einmal ein Jahr wöchentlich eben machen will und dann zum Schluss die Bilder ausstellt und auch alle Leute, die was abgebildet sein oder interviewt worden sein, einladet zu einer kleinen Feier. Also ich porträtiere ja halt Studenten oder Lehrlinge, die was eben in einer anderen Stadt, muss nicht Österreich sein, kann auch ganz woanders sein, die was halt in Osttirol geboren sein oder zumindest in der Nähe. Und ja, man kann sich natürlich auch selber melden. Bis dato hab ich vor allem Leute gesucht, die ich halt kenne, weil auch die meisten meiner Freunde einfach studieren. Also geplant wäre, diese Beiträge auf dolomitenstadt.at wöchentlich sonntags, wie bis jetzt geplant, zu veröffentlichen.
Ja, es ist eine ganz leichte Frage, weil man muss sich ja immer eben fragen, ob man eine berufliche Chance auf den Osttirol hat. Aber das weiß ich noch nicht, weil ich noch nicht weiß, welchen Beruf ich ergreifen will. Aber ich bin an sich schon eher ein Landei, würde ich jetzt einmal sagen. Die Stadt ist mir irgendwie zu groß und zu anonym. Und ich mag das Land wahnsinnig gern. Ich bin da aufgewachsen, das ist meine Heimat und ich möchte schon gern zurückkommen.